Also, dieses Video. Kapitel 7. Kapitel 7. In dem Maurice Hase Gap in Hai entkommt. In diesem September war es noch sommerlich warm und Beatrix war es am Ende des Unterrichts häufig heiß. Mit hoch erhoben bloßen Arm schlang sie ihn Haar durch einen Haargummi, um ihren nackten Freien frei zu machen. Und Colbert lachte bei dem Anblick eines Lächeln mit verliebten Augen. An diesem Tag ging Saria an ihm vorbei und warf ihm einen beachtlichen Blick zu. Er schreckte auf. Und kommst du mit uns? Azaria blickt glitten von Kolbern und zu Beatrix. Nein, danke. Sie ging mal weg, während sie heftig ihren Rucksack ans Herz drückte. Die lässt wirklich alles abblitzen, kommentiert Beatrix. Hast du Zeit für einen kurzen Spaziergang? Colbert hatte es ihm immer eilig. Hast du Angst, dein Bruder könnte das Haus anzünden? Apropos nochmal Haus anzünden. Alle Disney-Bedeutungen. Ich zünde jedes Mal oder jetzt gerade ein Licht an, die vielleicht von uns gegangen sind und ja, werde ich heute, wenn ich das Video aufnehme, ist heute ausmachen heute, aber noch, dann morgen wieder bei der nächsten Folge wieder an. Colbert machte es nicht, wie Beatrix von Simpel sprach. Gehen wir an die Seine, schlug er vor, ein bisschen reden. Beatrix Gespräch drehte sich um die Jungen und Mädchen aus der Klasse. Die Jungen waren dick, blondig und die Mädchen alle erbärmlich. Colbert ließ sie reden, wer er sich fragte, ob Beatrix Hand nehmen soll oder nicht. Als sie am seiner Kai stehen bleibt, um die Schiffe zu beobachten, wollte er ihr den Arm um die Taille legen, aber der Rucksack behindert das Manöver. Findest du nicht auch? Fragte sie. Doch, erwidert Colbert. Der nicht zugehörte hatte, raschelt. Rasch. Gehen wir runter? Er hoffte, unter dem Wasser eine Eingebung zu haben. Auf diesen Bank küsste sich ein Liebchenpaar. Setzen wir uns? Sie legten den Rucksack auf den Boden ab und ein Problem weniger, dachte sich Colbert. Was hältst du von Saria, fragte sie ihn. Sie ist nett. Alle findest du nett. Hast du nicht bemerkt, dass sie dich anklotzt wie einen verliebten Fisch? Colbert bleibt ebenso stumm wie der besagte Fisch. Sie sagt, ihr Vater wäre streng, sagt bloß. Naja, wenn sie Feuer im Hinter hat, hatte er schließlich gute Gründe. Entschuldigung. Grund, auf sie aufzupassen. Colbert empfand bloß das Bedürfnis nach der Gesellschaft
Von Maurice Hase Hase. Magst du Leidenschaft Mädchen? Flüstert Beatrix ihm zu. Kolbert spürte, dass sie sich an ihn drückte, schenkelt, Arm, Schulter. Er war nicht Herr der Lage. Also, was ich bei den Jungs nicht mag, ist, dass sie immer nur auf diese eine Weise über uns denken. Dein Hinter, deine Brüste. Man hat den Eindruck, man würde nur aus Einzelteile bestehen. Verstehst du, was ich meine? Kolbert versuchte zu widersprechen, aber nein, nicht alle Jungs. Naja, natürlich, es gibt Sexbesessen, ganz sicher. Aber man kann doch auch romantischer. Am Ende seines langen Monologs stieß er einen Sauf aus. Gut, ich muss jetzt nach Hause. Mein Bruder ist bestimmt ungeduldig. Er schnappte seinen Rucksack und löste sich von Beatrix, Schenkel, Arm und Schulter. Beide standen auf. Ich muss sie küssen, dachte Kolbert. Es ging um seinen Mann sehr. Ich zählte bis 5, 1, 2, bei 3 küsste ich sie. Er kommt nicht weniger, konnte nicht weniger tun, als sie an sich zu drücken. Siehst du, du bist wie die anderen, sagte sie und stieß ihn zurück. Als Kolbert sich auf den Brücke von ihr trennte, tat ihm sein Penis weh. Simpel, rief er, als er ins Zimmer kam. Sein Bruder sah auf dem Teppich und hob den Kopf. Wer macht den Angriff auf dich? Kolbert war gerannt. Ist das Militär? Simpel sprang auf. Ich hab nämlich mein Messer. Schon gut, ich auch. Kolbert sank in den Sessel. Ich hab alles, was ich brauche. Glaub ich? Winstig. Ich muss das Wort lernen. Er ließ den Kopf in die Hände fallen. Bist du tot? Fragt Simpel leise. Keine Antwort, Kuckuck. Kolbert spürt die Hasenohren, die seine Händchen kitzelt. Du bist doch... Da bist du, ja, Hase, sagt er gerührt. Er streichelt den Hasen. Maurice, Hase, Hase, verbessert ihn Simpel. Kolbert starr sein Bruder an. Er hatte das starke Bedürfnis, sich jemand anzuvertrauen. Weißt du, ich habe ein Mädchen geküsst. Du hast sie bei dem Fest gesehen. Es ist Beatrix. Sie ist böse. Kolbert war von der Heftigkeit der Reaktion überrascht. Nein, das ist sie nicht. Sie ist ziemlich... Kolbert suchte nach dem richtigen Wort. Aggressiv, dominant, autärisch, autoritär. Was nutzt es, Simpel gegenüber ein solche Wortkabellage zu verwenden? Sie will bestimmt. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Mit ihr bin ich kein Mann mehr. Er fühlte sich lächerlich, einen solchen Satz auszusprechen und grinst. Dann ließ er den Kopf gegen den Sessel lehnen, fallen und schloss die Augen. Simpel sah ihn lange an, dann sagte er leise, er schläft. Er entfernte sich von seinem Bruder, setzte sich wieder auf den Teppich und begann mit Maurice Hase Hase zu spielen. Er nahm die Stoffhäschen am Rock. Sie ist Madame Hase Hase, sagte er. Sie besucht Maurice Hase Hase. Poch, 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 herein. Simpel begann mit zwei Stimmen zu reden.
einer kindlich dunklen und einer hohl eingebildeten. Guten Tag, Hase. Hase. Maurice Hase Hase. Ja, ich sag Hase Hase, weil ich nämlich befehle. Erstmal bist du nicht schön. Du hast keinen Schwanz. Doch hab ich einen Schwanz. Er ist unten im Rock. Den kannst du nicht sehen. Er ist größer als deiner. Ist nicht wahr. Ist wohl wahr. Nein, doch. Sie haut sich, kommentiert Simbel und ließ die beiden Hasen sich hauen. Kolbert öffnet wieder die Augen. Mit Dame Hase Hase stärker, sagte Simbel. Sie schmettert Maurice Hase Hase. Die Häschen waren über den Hasen und trampelte auf ihm herum. Kolbert fühlte sich sehr matt. Oh oh, sagte Maurice Hase Hase. Ich sah unter dem Rock. Ich sehe keinen Schwanz. Matt Dame Hase Hase stieß einen schrecklichen Schrei aus und begann Maurice Hase Hase mit den Ohren zu schlagen. Oh oh, nee oh, du nervst uns, rief Simbel bloß. Außerdem bist du nur ein Stofftier. Er nahm die Händchen und schleudert sie mit allen Kraft gegen die Wand. Kolbert lachte. Simbel drehte sich unvermitten zu ihm. Bist du jetzt nicht mehr traurig? In der WG, in der du Limonin? Stellte sich noch jemand die ein oder andere Frage? Anson mochte noch so sehr überlegen, wie er bei den Arien Eindruck schinden konnte. Er fand keine Antwort. Emanuel war größer als er. Er fühlte sich verführerisch weiter im Studium. Aus besseren Kreisen und Charakterstärke, was bleibt mir? Ich bin lustig. Stimmte doch nicht, dass man Mädchen herumkriegt, indem man witzig ist. Alle wollen sie, dass man Sinn für Humor hat. Aber wenn man sie bittern, ernst zu machen, wollen sie doch lieber einen mit breitem Brustkorb. Langsam, langsam, junger Mann, lass sie sich nicht gehen. Maurice Gottlieb war herausgekommen, um sich bei den WG-Bewohnern zu beschweren, dass sie schon wieder den Müllschlucker verstopft hatte. Anson hatte ihn abblitzen lassen und gesagt, er habe anderen Sorge. Im Laufe des Gesprächs hatte er sich ihm dann schließlich anvertraut. Wie heißt die junge Dame, die Ihnen wieder steht? Fragte Maurice Gottliebe in seinen etwas altmodischen Ausdruckweise. Aber es geht um Ari, rief Anson, als ob er dachte, die ganze Welt müsse darüber Bescheid wissen. Ari, reden Sie von dem Fräulein, das mit Ihnen zusammen wohnt? Anson nickte. Was ist? Quotet er. Warum starrt sie mich so an? Aber ich dachte, gehen Sie etwas nicht mit diesen jungen Mädchen? Anson zuckte mit den Schultern. Man sagt nicht mehr miteinander gehen, man sagt zusammen sein. Sie ist mit Emanuel zusammen. Der alte Mann schien sehr erstaunt,
aber dachte, er senkte die Stimme. Sie sei mit allen hier zusammen. Anton war entsetzt. Was für eine Einstellung. War das zu seiner Zeit etwas so? Maurice Gottlieben räumte ein, dass er das falsch interpretiert habe. Diese junge Frau hat also keine Schwäche für einen anderen Jungen. Anton verzog das Gesicht. Ich glaubte, dass sie Simpel gerne mag. Er irre? Oh, na dann haben sie großen Chance. Vielen Dank, Maurice Gottlieben. Nennen Sie mich Georg. Ich wollte Sie nicht kränken. Wenn Ihr Arin in der Lage ist, sich für einen anderen Mann zu interessieren, warum wagt sie nicht? Was soll ich denn wagen? Sie weiß, dass ich in sie verliebt bin. Und das ist ihr völlig egal. Maurice Gottliebe stieß mit seinem Stock auf den Boden. Zeigte sie ihr, dass sie ein Mann sind? Auf ihren den Kampf, meine Junge? Wie soll ich das machen? Soll ich sie in die Küche gegen die Spüle drücken? Anton wurde unwillig küchlich rot. Denn daran hatte er schon gedacht. Sie müssen sich anschmeißen, donnert Maurice Gottliebe. Sie sagte ihr, dass sie das Leben ohne sie nicht ertragen. Die ganzen überlichen Dummheiten und die Küsse sie und sie. Er umschlang seinen Stock. Anton hatte noch Zweifel. Was riskiert sie? Was riskieren sie? Fragt ihr ihn, den alten Mann. Eine Ohrfeige? Von der Frau, die man liebt, geschlagen zu werden, ist eine Erinnerung fürs Alter. Sie haben Schlagargumente, Maurice Gottliebe. Nennen Sie mich Georg. Und denken Sie daran, auf den Kampf. Gehe also gerade weg. Darauf los, fragte Anton mit zitternder Stimme. So, wie es ist. Es um ihn stand, konnte er es versuchen. Anton hatte festgestellt, dass Dienstagnachmittag nur Simpel, Arian und er im Haus waren. Er musste also an einem Dienstagnachmittag handeln. Den ganzen Dienstagvormittag fühlte er sich bekloppt. Beklopten. Mittags bekam er nicht runter. Um zwei fragte er sich, ob er nicht lieber aus dem Fenster springen sollte. Arion war im Wohnzimmer, wo sie in einer komplizierten Haltung auf dem Sofa saß. Ein Bein angewinkelt, das andere in die Luft baumelt. Das T-Shirt halb aus den Hosen hängt, sie lässt einen voll Vorlesung skippen und sauft ungeduldig. Anton setzte sich neben sie, er zittert. Musst du das auswendig lernen? Sie warf ihm einen Blick von der Seite zu. Hau ab. Anton spürte, wie die Wut in ihm aufstieg. Warum redest du so mit mir, weil ich dich liebe? Er erinnerte sich rechtzeitig an Georgs Ratschlag. Ich kann ohne dich nicht leben. Tag und Nacht denke ich an dich. Und dann noch diesen Arschloch von Emanuel, das mich weckt. Anson spürte, dass er auf den Holzweg gerettet. Aber mit gesenktem Kopf stürmte er weiter auf in den Kampf.
verstimmte sich auf Ari. Ich lieb dich. Ich will dich. Er war nicht besonders überrascht über Ohrfeige, die er sich einfindet. Aber er hatte nicht damit gerechnet, dass Ari eines so feste Hand haben würde. Verdammt, keuchte er nach dem heftigen Schlag. Oh, oh, böser Wort, böses Wort. In einer synchronen Bewegung drehte sich Arian und Anton zur Tür. Maurice Hase Hase hatte gerade beide Ohren hereingesteckt. Dann tauchte der Kopf auf. Kuckuck. Anton nutzte die Gelegenheit, um sich abzureagieren. Geh raus, Simbel, und hör auf zu spionieren. Ich beschwer mich bei Colbert. Simbel erschien im Türrahmen. Du bekommst Ohrfeigen. Das geschieht dir recht. Arian erhob sich und rieb sich die Hand. Sie hatte sich wehgetan. Simpel, du darfst nicht erzählen, was gerade passiert ist, sagte sie. Ist das ein Geheimnis? Eine Art Geheimnis? Maurice Hase Hase hat auch Geheimnisse. Ziemlich liebsten Geheimnisse. Du gehst uns auf den Wecker mit deinem lieb. Dollen Hase Hase, rief Anson und ging auf ihn zu. Warum müssen wir uns nun nur einen Irren im Haus antun? Anson halt die Klappe, befahl Ari und schlug ihm mit den Faust auf die Schulter. Simpel presste Maurice Hase Hase Schuss in seine gefeilten Hände. Dürfte ich nicht Streit machen? Fielte er. Dann packte er Ari am Arm und schob sie zu Anson. Du gibst ihm einen Kuss. Anson und Ari sahen sich an. Anson wütet. Arian am Mund. Ein Kuss? Dann hat er nicht mehr Aua. Anson dreht halb den Kopf und steckte Ari seinen grünen Wangen hin. Ari gab ihm einen Kuss. Das ist ein guter Anfang, urteilte Maurice Gottliebe. Ach, findet sie, Anson war zu seinem alten Nachbarn heruntergegangen. Er hatte einen blauen, angelaufenen, geschwollenen Wange. Eine Frau zu kränken bedeutete, sich ein Recht über sie zu verschaffen. Anson sah Maurice Gottliebe, fragte an, das Recht bei ihr zu verzeihen, zu erbittern. Schenken Sie ihr Blumen mit einer Karte darin. Für sie zu leiten ist doch noch viel zu süß. Die überliche Dummheit halt. Anson schüttelt langsam den Kopf. Das empfinde ich nicht so. Rote Rosen, brennende Leidenschaften in der Sprache der Blumen oder weiße Rosen. Jungfrauliche Liebe, obwohl in einem Fall ist das nicht unbedingt geboten. Anson kaufte Elfenrosen. Elfen rosa Rosen. Dann kritzelt er auf einen Grußkarte. Bitte verzeih mir. Er dachte, wäre ich ein Mädchen, würde es ihm das Herz zerreißen. Wenn ich sehe würde, wie ein Junge so von mir kriecht. Ari brachte einen Brief zum Briefkasten. Anson schlief in ihrem Zimmer und legt die Blumen auf Kopfkissen. Dann ging er zurück in sein Zimmer, legte sich auf dem Bett und wartete. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Anton
Anson richtet sich auf und bekam den Blumenstrauß mitten ins Gesicht. Willst du, dass Emol dich fertig gemacht? Aber nein, Ari. Wenn du noch mal damit anfängst, lass ich dich die Blumen fressen. Maurice Gottlieb wollte nicht den Eindruck erwecken, er sei aus dem Konzept gebracht worden. Ich schütze sie vor Emanuel, das ist ein gutes Zeichen. Gehox, ich glaube, sie haben keine Ahnung von den Mädchen heutzutage, Blumen oder Mexiko-Gabe. Das funktioniert nicht mehr. Sie sind unabhängig. Sie suchen sich ihren Typ aus und werfen ihn weg. Wie eine Taschentuch. Wenn er sie nicht mehr zufriedenstellte, ein Mann zu sein, ist er sehr hart geworden. In der Marie klar wird, das erklärt. Maurice Gottliebe brummte. Der Krieg der Geschlechter ist so alt wie die Welt, aber begann unter dem Gewicht dieser Welt krumm zu werden. Übrig, sie sind doch bestimmt mindestens 20 Jahre alt als ihre Frau, bemerkte Anson plötzlich. Ihok richtet sich auf. 22 und wie haben sie rumgekriegt? Mit Blumen oder Draufgänger? Sie hat mich meines Geldes wegen geheiratet, raubte Georg bescheiden an. An diesem Sonntagsmorgen war Konstantin neben Simbel als erster in der Küche. Er bekundete nie besonders viel Interesse für den Idioten. Wie gewöhnlich, der Vater er ein Sohn, um etwas mit ihm zu planen. Er sah auf die Uhr. Du wartest auf Anson, sagte Simbel. Konstantin unternahm keinerlei Anstrengung, ihm zu antworten. Immer wartest du auf Anson. Aber nein, nicht immer. Er warf Simbel einen wütenden Blick zu und wiederholte, nicht immer, wie, nicht immer? Wieder einmal wurde ihm ein Stück Wahrheit vorgehalten. Er warte immer auf Anson. Noch am Vortag hatte er ihm vorgeschlagen, ins Schwimmbad zu gehen. Er wollte Sport machen, um abzunehmen. Anson hatte unter dem Vorwand abgelehnt. Die Mädchen würde sich auf ihn stürzen, wenn er in den Badehose auftauchen würde. Konstantin hatte das Vorhaben daher aufgegeben. Ach, Anson und Konstantin. Guten Morgen, gut geschlafen. Kolbert war gerade in die Küche gekommen. Hattest du Lust, heute Vormittag ins Schwimmbad zu gehen? Schlugte Konstantin ihm vor. Ja, ich hole den Schwimmring, rief Simbel. Die drei Jungen gingen ins Schwimmbad. Kolbert konnte seinen Bruder nicht davon überzeugen, in dem vielen Schwimmring gegen einen Schwimmgürtel auszukorken zu tauschen. Simbel hatte ein unwiderlegbares Argument. Korken wissen nicht, wie man schwimmt. Delfine sehr wohl. Kaum war er vor dem kleinen Becken, sprang er mit einem gewaltigen Plansch
Hinein. Kolbert warf einen Blick in die Runde. Am Beckenrand saß ein paar entrüstete Mütter. Er ist geistesbehindert, rief er ihnen zu. Ohne ihre Rezension abzuwarten, tauchte er ins große Becken. Simpel, der sich an seinen Schwimmring klammert, folgte ihm, ohne zu zögern. Er hatte einen merkwürdigen Körperbau, nicht kräftig in den Schultern, aber eckig mit dünnen Bauch und mager Hüften, wie ein hochgeschossenes Kind auf der letzten Sprosse der Leiter erkundet. Er sich bei einem Wartengäst, da sind doch keine Haie mit drin, mittendrin. Zur Antwort bekam er ein kräftig Lachen. Das ist verrückt, bemerkte Simpel halblau. Dann dachte er, dass Haien bestimmt keine Delfine angreifen würde, da sie ja mehr oder minder zur selben Familie gehören, und entfernte sich mit ein paar plattenschen Schwimmzüge vom Rand. Alles gut? Fragte ihn sein Bruder bei der Rückkehr von einer krauten Bahn. Alles gut, ich hab Pipi gemacht. Was? Aber doch nicht ins Wasser. Doch. Er schien mit sich zufrieden zu sein. Geh sofort aus dem Wasser. Beeil dich, schimpfte ihn Kolbert. Los, schnell. Sind da Haie? Ja, raus mit dir. Kolbert sah sich um und suchte Konstantin. Er zielte sich am Beckenrand fest und schnaufte. Komm, rief Kolbert ihm zu. Wir gehen. Was? Aber ich hab doch noch 20 Bahnen vor mir. Komm, ich erklär's dir. Die drei Jungen gingen wieder die Straße entlang. Konstantin war wütend. Nie kann man irgendwie etwas Normales machen. Kolbert ging mit gesenktem Kopf neben ihm. Gehe nie wieder in das Schwimmbad, sagte Simpel. Da sind zu viele Haien. Ja. Mit einem Autist oder sonst was, ein behindertes Kind oder körperlich beeinträchtigt, kann man nicht was machen? Die schämen sich? Okay. Kann ich nachvollziehen, weil wir anders sind und wir mehr Hilfe brauchen und nicht so viel Spaß machen wie normale Jugendliche und sonst Menschen. Okay, nein, das sind wir nicht. Ich kann genauso so viel Spaß haben wie Beispiel, ich erzähle mal von Steini. Erzähle nicht von Steini. Könnte man auch so machen, dass ich mit Steine irgendwie hingehen, Kaffee machen oder sonst was, die Jugendliche heute zu machen, tun. Ja, das kann ich eigentlich tun, aber ich erzähle hier aus meiner Geschichte, wie ich es so sehe. Ja, ich habe nicht nur Steine oder sonst wer, Seahawks und so weiter, viele anderen auch. Ich erzähle so. Viele haben mit mir ein Problem. Ist gut. Kann man nicht ändern. Aber ich kämpfe jeden Tag um Akzeptanz. Zu akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin. Und dann kommt noch Freunde und Menschen, die mir sagen, nö, keine Zeit, du nervst, ich habe keine Lust auf dich. Okay. Ja. Ist ein anderes Thema, aber kann ich super reinversetzen und nicht so anderen komm und so immer nicht das machen will, was die Person will und immer so schnell weg. Will man nicht in der Öffentlichkeit sehen, dass ich behindert bin? Zu der Zeit war ich wirklich das Wort
gar nicht mehr in den Mund zu nehmen, behindert. Aber na und, ich bin behindert und kann man nichts ändern. Aber nochmal danke schön, dass das Projekt so gut gefällt und sehe so ein, zwei Sachen in mir, was gerade im Kapitel so aufgeht. Ja. Und hin und wieder, ja. Und dadurch wirklich meine Sprache, dieses ganze Projekt eigentlich nur baut auf meine Sprache, Rechtschreibe und sonst was. Und ja, ich verstehe zum Teil, was so meint, wenn ich das lese. Ja, auch. Und ich glaube, hier ende ich die Folge, weil morgen wieder eine Folge rauskommt. Immer aktuell. Haut rein, Freunde, du bist nur.